bei den Banken wie auch in der Politik? Oder wenn wir jetzt bei der, nein, möchte ich sagen Lüge, möchte sagen, wenn man beim Verschweigen oder beim Schwindeln ist für eine vermeintlich gute Sache, wie damals deutsche Einheit, gute Sache, konnte man auch nicht gleich mit den Zahlen auf den Tisch, selbst wenn man sie genau gewusst hätte. Bei der europäischen Einigung sagt auch jeder hinterher, klar wussten wir das, oder man konnte es ahnen, aber keiner hat es gesagt. Wann fangen wir mal an, die Wahrheit zu sagen und wie gefährlich ist die Wahrheit? Ich glaube, dass es nicht so sehr zunächst eine Frage ist des Willens zur Wahrheit, das kann es auch sein. Aber ich habe als Politiker eine gute Erinnerung an die ganze Entwicklung Prozess Deutsche Einheit. Das war absolutes Neuland. Es gab keine geschichtliche Erfahrung, wie aus einem planwirtschaftlich-kommunistischen System eine freie Wirtschaft, eine freie Gesellschaft entstehen kann. Was haben wir gemacht? Noch mehr war die damalige Aufbauzeit in Erinnerung, wir haben zurückgegriffen auf Erfahrungswerte des Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland. Um nach ein paar Jahren festzustellen, dass das nicht mehr trägt, weil es eine völlig andere Situation ist. Der Aufbau im Osten war unter den Bedingungen des globalen Wettbewerbs. Hier zum Beispiel wieder auf der Bundesrepublik war noch möglich mit nationaler Volkswirtschaft in der Steuerung. Natürlich kommt auch das Thema Mut zur Wahrheit dazu, aber zunächst glaube ich, ist unser größtes Problem die Verdrängung. Ich glaube, dass wir als Menschen, das ist meine Einschätzung geworden, drei starke Kräfte haben, die Liebe, den Hass und die Verdrängung. Und wenn es irgendwie geht, verdrängen wir. Nehmen wir mal gerade wieder auf ein ganz anderes Beispiel außerhalb der Ökonomie. Jetzt werden wir sehr konkret konfrontiert mit den Auswirkungen der demografischen Entwicklung. Jetzt gibt es Sondersitzungen und so weiter. Genau genommen wissen wir das seit 20, 30 Jahren. Aber solange kein Leidensdruck da ist, haben Sie kaum eine Chance, Dinge anders zu gestalten. Und darum will ich nicht so sehr um der Wahrhaftigkeit reden. Die Kategorie der Mut, das spielt alles mit herein. Aber ich glaube, wir müssen zunächst anfangen, ehrlicher über, nicht mehr so zu verdrängen, sondern und tiefer zu bohren, wo liegen denn die eigentlichen Ursachen der Entwicklung? Dr. Friedrich, wenn wir gerade bei den Verdrängungen sind und bei der Demografie und bei den Statistiken, die man ja eigentlich schon wunderbar, gut damals noch nicht mit so tollen Computern wie heute, aber auch mit Mühe ausrechnen konnte. Es gab ja eine Zeit, und auch an die kann ich mich noch gut erinnern, wo man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt kommen nur noch die Jungen. Also es gibt ja nahezu keinen mehr unter 30, der irgendwas macht. Also alle das. Wenn es vorwärts geht, dann nur New Economy damals, nur mit Jungen und Vollgas. Und jetzt plötzlich merkt man, man hat die Statistiken vorher, hätte man auch ausrechnen können, oh, jetzt brauchen wir aber wieder die Erfahrung der Älteren. Und dann werden die Menschen, die jetzt nicht nur entlassen wurden, die in eine Job-Weiter-Fortbildung, keine Ahnung was, im Kreis gelaufen sind, demotiviert, entmutigt wurden, die werden jetzt wieder gebraucht. Wieso merkt man denn solche Sachen erst im Nachhinein? Oder folgt man da der Armada der Gleichgeschalteten gedanklich? Weil es kann doch nicht sein, dass nicht irgendjemand gesagt, vorher schon gemerkt hätte, Moment mal, auch in dem Unternehmen, das kann ja so gar nicht funktionieren. Eine alte Weisheit, Erfahrung und Jugend muss gepaart werden. Und verdrängen tun Junge und tun Alte. Also bei der Aufnahme Griechenlands, natürlich haben wir alle geahnt, Udo von Habsburg hat zum Beispiel gesagt, wenn ihr die Griechen aufnehmen, könnt ihr gleich die Türken aufnehmen. Also das hat man geahnt. Aber ich weiß noch, da gab es seitenweise, in der Bild am Sonntag zum Beispiel, gab es Annoncen, was da uns droht. Und dann, also damit klar ist, die CSU hat namentlich dagegen gestimmt im Europäischen Parlament, ja, und auch im Bundestag. Aber es kam natürlich die große Welle, ja, kann man jetzt sozusagen die Griechen nicht aufnehmen in die Währungsunion, auch bei der Erweiterung damals. Da waren die Zahlen ja so, dass man eigentlich alle hätte aufnehmen können, außer Bulgarien, Rumänien und Polen. Nur dann politisch zu sagen, wir nehmen die anderen auf, Ungarn, ja, und die Tschechische Republik, Slowakei, aber Polen nicht, ja, das wäre ja politisch eine Katastrophe gewesen. Das heißt, es ist ja noch ein Stück weit komplexer, dass man nicht nur sozusagen die Wahrheit nicht hören will, sondern beim Abwägen aller Aspekte muss man manchmal in der Politik, obwohl die Wahrheit eigentlich ziemlich hart ist, muss ich trotzdem den Rubikon überspringen. Aber man könnte auch gleich sagen,
So wie Sie es jetzt sagen, eigentlich dürften Sie nicht, aber wir arbeiten an einer großen gemeinsamen Sache. Wir versuchen alle dafür zu gewinnen, dass man, ich sag mal, dieses große gemeinsame Europa werthaltig macht, in dem alle dahinter stehen. Und deswegen sagen wir die Wahrheit und erklären Sie. Ja, jetzt kommt natürlich eine Art Explosion der Komplexität dazu. Erklären Sie heute mal einem Normalbürger, was heute Finanzmarkt ist, was Sixpack ist, was Hedgefonds sind, was Derivate sind, was die Staatsverschuldung 60%, Neuverschuldung 3% bedeutet. Ja, wer sollte das verstehen? Ich habe jetzt einen neuen Aufsatz geschickt, checke ich ihn kostenlos. Da habe ich mal versucht, die Fragen, die heute nicht geregelt sind, die, ja, wo wir aber weder die Lust noch die Zeit, geschweige denn die Bürger das Interesse haben, die detailliert zu analysieren. Zum Beispiel brauchen wir heute europäisches Gemeinwohl neben dem nationalen und dem regionalen Gemeinwohl. Zum Beispiel, wie viel Souveränität muss abgetreten werden, damit es funktioniert. Da muss man auch wieder vertrauen beim Abtreten von Souveränität. Und es geht natürlich dann schon, wenn man mit sehr, sagen wir mal, vertrauenswürdigen politischen Führungspersönlichkeiten, erlauben Sie mir das ja, die Angela Merkel macht aus europäischer Sicht einen wirklich hervorragenden Kurs, aber die können sich auf der europäischen Ebene nicht backen. Außer Juncker kennt man ja keinen Europäer, der glaubwürdig Europa für den kritischen Bürger darstellt. Da gibt es einen tollen Kommissar Barnier, der spricht nicht einmal richtig Deutsch. Ja, verstehen Sie, das ist schon leider eingebaute Komplexitäten in den europäischen Einigungsprozess, der eigentlich aus globaler Sicht schneller gehen müsste. Wenn Sie heute in New York oder in Tokio diskutieren, die fragen doch überhaupt nicht mehr, was sagen die Franzosen, was sagen die Italiener, das interessiert die überhaupt nicht mehr. Die sagen, was sagt ihr Europäer dazu? Nur wenn wir zu Hause sind, sagen die, Moment mal, wir wollen ja was ganz anderes wie die Franzosen, das sind ja ganz andere Menschen wie wir. Das ist schon eine echte Komplexität und dies zu erklären, bräuchte abendfüllende Fernsehsendung. Dann erweitere ich sogar das Thema heute Abend nicht, was ist unser Geld noch wert, sondern was sind wir in Europa eigentlich wert in einer immer komplexer werdenden Welt, wenn wir nicht mit einer Sprache, wenn wir nur mit einem Geld zahlen. Das ist so ein bisschen wackelig. Sie sagen, ist stabil, aber andere sagen, ja, was sind wir dann noch wert? Und wenn Sie investieren müssen und wenn Sie Ihren Kunden zur Investition raten, sagen Sie dann, Europa, sichere Nummer, passt schon. Oder raten Sie eher, schauen wir mal, in andere Staaten. Also ich möchte vorher noch einen Aspekt bringen, und zwar glaube ich, das kam aus vielen Antworten raus, wir reden jetzt von der Finanzmarktkrise. Wir haben 2007 von der Immobilienkrise gesprochen in den USA, dann haben wir von der Finanzmarktkrise gesprochen, dann haben wir von der Staatenkrise gesprochen. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Begriff ist heute bei Herrn Spitzer schon gefallen, wir haben bei einer anderen Diskussion das schon mal gehabt, wir haben eigentlich eine Globalisierungsproblematik. Die Globalisierung ist schleichend passiert, sie ist nicht reguliert worden, weil internationaler Wettbewerb war, natürlich zwischen den Staaten. Jeder hat versucht zu partizipieren. Und Risiken, die wir lokal gehabt haben, sind anders verpackt, in der ganzen Welt irgendwo verkauft worden, weiterverkauft worden, neu verpackt worden, immer weiter, immer weiter. Und das ist der Punkt, der hinter dem allen steckt. Es ist unüberschaubar geworden. Und das ist auch das große Problem der Politik. Wir kommen mit Regelungen nicht mehr vor die Entwicklung, sondern wir laufen nur diesen ganzen Entwicklungen hinterher. Und ich habe mal in der Diskussion 2010 gesagt, wir müssen eigentlich die Märkte mal ein Vierteljahr anhalten und versuchen, die Arbitrage der Investmentbanker zwischen den verschiedenen weltweiten Standorten zu vermeiden. Da wird nämlich an dem ganzen System mit leider sehr egoistischen Interessen auch noch Geld verdient zulasten der großen Gemeinschaft. Wir müssen es ja alle tragen. Das ist das eigentliche Problem. Und wenn wir jetzt wieder kommen zum einzelnen Kunden, zur Person, zu Ihrer Frage zurück, dann haben wir natürlich die Frage, wie kann der in einem System, was im totalen Notfallmodus ist, was sich ständig mit neuen Themen beschäftigen muss, was man nicht ahnen kann, wie kann der da überhaupt agieren? Und das kann man nur mit jedem Einzelnen natürlich klären. Wo steht er, wie ist seine persönliche Situation, seine Rahmenbedingungen, Finanzierung, sein Gesamtvermögen. Man muss sicherlich generell breit streuen. Und man muss natürlich
wenn wir auf die Regionfrage kommen, auch breit streuen, was Länder anbetrifft. Wir haben jetzt das Gefühl, Europa ist schwach. Die USA ist doch viel höher verschuldet im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt. Aber das ist Image. Ja, das ist erstens, wie wir uns wahrnehmen. Ja, wir sind noch nicht die Vereinigten Staaten von Europa. Wir haben noch ein Selbstfindungsproblem. Und das ist natürlich auch so, im Moloch denkt man anders. Wir haben viele Kunden, auch weltweit, mit denen wir reden, die sehen das durchaus schon anders mit den USA. Ich denke, weltweit streuen ist gut. Qualität, Münchner Immobilien, Qualität, Betonge ist immer gut. Und wir Deutschen haben ja ein Angstproblem. Die Aktie ist ein Sachwerteportfolio mit Humankapital, mit Patenten, mit Immobilien, Produktionsanlagen etc. Die Aktie wird immer schlecht gemacht in Deutschland. Wenn Sie anschauen, wir kriegen heute bei der Bundesbank für unser Geld, für Ihr Geld, was wir anlegen, 0,10% Zinsen. Wenn Sie sich die Aktienkursentwicklung in den letzten Jahren anschauen, habe ich ja gerade gesagt, in den letzten 10 Jahren war es weit über 80% in Blue Chips, auch in den letzten Jahren. Eine tolle Entwicklung, nachdem die große Angstblase nicht war. Man muss versuchen, Emotionen und Rationalität in ein gesundes Verhältnis zu bringen. Und da denke ich, breite Streuung und auch mal sich was trauen, was vielleicht offensichtlich erst gefährlich aussieht, aber eine ganz solide Geschichte ist. Aktien sind nichts Schlimmes, Aktien sind die Kultur. Viele Unternehmen haben wir ja auch hier, sind gute Unternehmen mit viel Technologie, mit viel Kompetenz, die sind sehr attraktiv. Das natürlich nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern sicherlich auch weltweit. Auch die Emerging Markets gehören dazu. Jetzt muss ich kurz in die Mitte springen, was Sie gesagt haben, die Globalisierung, die uns davon galoppiert ist, irgendwie keiner konnte regulieren, man konnte es nicht überblicken, man müsste, haben Sie gesagt, das Ganze mal anhalten, so ein Vierteljahr. Ich komme so, seien Sie mal so ein bisschen vor wie bei Peter Zwegert, dem Schuldenberater, wenn der bei einem Privathaushalt ist und sagt, passen Sie mal auf, jetzt rechnen wir mal zusammen, aber Sie geben jetzt erstmal gar nichts mehr aus, bitte. Ich rechne das aus und dann machen wir Schritte, Schritte, Schritte und dann irgendwann mal, dann liegt der nebendran, weil es ja nur einer ist, Gott sei Dank. Und irgendwann mal kriege ich sie aus den Schulden raus, ansonsten machen wir eine staatliche Versicherung und dann fangen wir von vorne an. Nachdem wir so viele Handelnde, nicht nur Personen, sondern Staaten und Interessen haben und sogar die dazwischenhängen, die noch dran verdienen, wenn es schlecht läuft, mache ich mir Sorgen. Jetzt sind wir wieder bei der Geldwertstabilität und bei allem. Macht es irgendwann mal bumm und wir fangen von vorne an? Das glaube ich nicht. Ich hoffe es zumindest nicht. Solange wir schon auf die Risiken auch rechtzeitig reagieren. Und in gewisser Weise ist das, was vorher gesagt worden ist, mit dem Vorsichtsprinzip und was wir aus der Krise gelernt haben, das ist ein Punkt, der mich schon ein bisschen beunruhigt, dass wir aus den anfänglichen Beteuerungen nicht viel gemacht haben, dass alle Elemente des Marktes, alle Produkte überwacht werden müssen künftig, dass wir ein anderes Verständnis bekommen müssen, was Sie auch angesprochen haben, Herr Glück, das Zusammenwirken wieder von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft, dass der Finanzsektor eine dienende Funktion übernehmen muss. Das ist mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten. Gleichwohl bin ich schon zuversichtlich, dass wir so vernünftig sind. Das, was wir erreicht haben, und das ist wirklich etwas, was schützenswert ist, nicht aufs Spiel setzen, nämlich die Integration, die wir erreicht haben in Europa. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, dass wenn wir da zurückgingen, dass wir weit hinter das zurückkämen, als das, was wir vor der Einführung des Euro an Status hatten. Jetzt sprechen Sie aus unserer Sicht, sprechen Sie jetzt dafür Europa oder sprechen Sie für Deutschland? Ich spreche in dem Fall schon für Europa. Für Europa? Glaubst du, der Grieche sieht es genauso, was wir erreicht haben? Wenn er jetzt, also der Grieche auf der Straße, die 100.000, die in den letzten Wochen auf der Straße waren, sehen die das genauso? Das weiß ich nicht, der Grieche, der jetzt auf die Straße geht, ob es der im Moment so sieht. Aber ich glaube, wenn er sich wirklich besinnt, dann wird er auch... Und wirklich ehrlich, da sind wir wieder bei dem Begriff der Ehrlichkeit,
und der Wahrheit, wird er erkennen, dass gerade Griechenland in abgeschwächter Form gilt, das für einzelne andere Länder auch, dass sie über Jahrzehnte über ihre Verhältnisse gelebt haben und dass das einer Korrektur bedarf. Und die ist schmerzhaft. Jetzt sagt aber der Grieche auf der Straße, aber ich habe doch nicht über die ganze Welt, über meine Verhältnisse gelebt, sondern die. Ja doch, letztlich der, schon das ganze Land. Ich denke auch in Griechenland haben die allermeisten von dem partizipiert, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und das ist vielleicht etwas, was beim Eintritt mit der Währungsunion vielleicht so nicht erwartet worden ist, dass die Benefits, die den einzelnen Ländern, gerade den Peripherieländern, zugute gekommen sind, nämlich durch eine Zinskonvergenz, durch die Reduzierung der Zinsen, dass diese Benefits nicht genutzt worden sind, sondern im Gegenteil, sie sind in einer Weise verwandt worden, die jetzt zu dem Problem führt, nämlich indem durch die Verbilligung der Kreditaufnahme es zu einer staatlichen Kreditflut geführt hat, die jetzt zurückschlägt. Aber da müssen wir die Korrekturmechanismen jetzt wirken lassen. Jetzt, bitte, direkt an.